heute geht es um dieses Fahrzeug. Den soll ich im Kundenauftrag verkaufen. Aber der macht Probleme. Kommen wir erstmal zum Fahrzeug. Das ist ein Kia Picanto, Erstzulassung 2010 mit 109.000 Kilometer und erster Hand. Den soll ich im Kundenauftrag verkaufen. Soweit, so gut. Ich habe den erstmal komplett durchgecheckt und einige Mängel gefunden und behoben. Das waren die Druckleiter vorne und die Antriebswelle links. Dann habe ich den Wagen ausgelesen und keine Fehler gefunden. Also bin ich gleich mit dem zum TÜV gefahren. Ach so, für diejenigen, die noch nicht bei mir waren, meine Halle befindet sich auf einem riesigen Industriegelände und der TÜV ist auch da drauf. Ich lasse den Wagen immer da und hole den nach einer Stunde ab. Dann ist der meistens fertig. Das habe ich mit dem Picanto auch gemacht. Als ich ihn abgeholt habe, hat der TÜV-Prüfer schon vor Weitem gerufen, dein Auto ist durchgerasselt, Motorlager ist porös und die ABS-Lampe ist an. Damit bekommst du keinen TÜV. Ich war natürlich nicht begeistert und fuhr mit der Karre wieder in meine Halle. Jetzt sind wieder 2 Tage um und das Motorlager ist da. Der ABS-Fehler ist, denke ich mal, nur sporadisch aufgetreten, weil vorher war er ja nicht da. Bevor ich den Wagen anhebe, lese ich den nochmal kurz aus. Ich hole mal schnell das Auslesegerät. Hier ist mein gutes Auslesegerät. Lesen wir den mal aus. Der OBD-Port befindet sich hier unten links. So, dann gehen wir mal hier auf Kia. Zustimmen. Automatische Auswahl. Das ist der hier. Ich habe den ja schon ausgelesen, deswegen ist er hier jetzt schon. Kia Europa. Kia Picanto, Fahrzeug 2010, 1.1, ja, stimmt alles. Diagnose. Automatischer Suchlauf. So, jetzt wird er erstmal ein bisschen ausgelesen. Das kann eine Weile dauern, deswegen mache ich das in Schnelldurchlauf. So, einen Fehler hat er. ABS, ESP-Programm für Antiblockiersystem. Schauen. So. Fehlercodes. Aktiv. Fahrzeug, Geschwindigkeitssensor vorne links. Stromkreis offen oder kurz geschlossen. Also heißt das, das kann ja kein sporadischer Fehler sein. Wenn hier steht aktiv. So, ich probiere den mal zu löschen, den Fehler. Nee, geht nicht zu löschen. Nochmal drauf wieder. Mein Auslesegerät hat hier Live-Daten. Dann gehen wir mal da drauf. Und hier steht jetzt der Radgeschwindigkeitssensor von links, vorne rechts, hinten links und hinten rechts. Da dreht man am Rad und dann guckt man, ob was passiert oder nicht. Dafür muss ich aber erstmal das Fahrzeug anheben. Das mache ich jetzt schnell. Ich habe das Auto angehoben, jetzt drehen wir vorne links. Okay, passiert nichts. Drehen wir vorne rechts. Okay, da passiert was. Also stimmt irgendetwas vorne links mit dem Radgeschwindigkeitssensor nicht. Ich habe das Auto angehoben.
Aber so richtig sehen kann man hier nichts. Ich nehme erstmal das Dach ab. Äußerlich sieht man da erstmal gar nichts, ob da was kaputt ist. Ich baue den erstmal aus und dann schauen wir mal. Hier ist das gute Stück. Das sieht ja nicht so vertrauenserweckend aus. Naja, ich bestelle Neues. Das dauert jetzt so ein, zwei Tage, aber für euch ist es ja nur eine Sekunde. Hier ist das neue Teil, hat nur einen Tag gedauert. Sieht erstmal optisch genauso aus wie das alte. Ich baue das erstmal ein und dann schauen wir mal, ob es funktioniert, wie es soll. So, der Sensor ist eingebaut. Ich bin jetzt wieder auf Live-Daten und mal schauen, ob es funktioniert. Dreh mal. Funktioniert einwandfrei. Problem gelöst. Jetzt noch den Fehler löschen und dann schauen wir mal, ob der weg ist. Keine Fehlercodes vorhanden. Das ist sehr gut. Wisst ihr, was ich immer komisch finde? Dass solche Fehler nicht vorher auftauchen, sondern erst dann, wenn der Wagen beim TÜV ist. Merkwürdig. Na egal. Was ich noch einbauen muss, ist das Motorlager. Und das mache ich jetzt schnell. Das Motorlager sitzt hier. Das ist ziemlich simpel zu wechseln. Dafür schraubt man die beiden Schrauben raus mit einer 14er Nuss. Dann kann man das rausnehmen und das neue reinmachen. Und das war's schon. Am besten vorher ein bisschen Rostlöser draufsprühen. Dann das einwirken lassen und dadurch lösen sich die Schrauben besser. Jetzt schauen wir uns mal das alte an. Und wie man sieht, ist es hier rausgerissen. So, jetzt sind alle Probleme behoben und unser kleiner Stadtflitzer ist mängelfrei mit neuem TÜV. Wie anfangs erwähnt, steht er zum Verkauf. Optisch steht er noch ganz gut da. Hier an der Seite hat er einen Kratzer und hier und da eine Delle. Also völlig normale Gebrauchsspuren nach 14 Jahren Benutzung. Hier nochmal die Daten. Das ist ein Kia Picanto, Erstzulassung 2010 mit 109.000 Kilometer und erster Hand. Inspektion mit Ölwechsel plus Filter ist gemacht. Zahnriemen und Wasserpumpe ist auch neu. Bremsflüssigkeit und Kühlflüssigkeit ist neu. Keilrippenriemen ist neu. Domlager ist auch neu. Und die Antriebswelle vorne links ist neu. Die Ausstattung ist eher spartanisch. Er hat keine Zentralverriegelung und Klima. Aber wer braucht schon so einen Schnickschnack, was kaputt geht? Wer Interesse an dem Kleinen hat, kann sich gerne bei mir melden. Das ist ein Fahrzeug, wo man in nächster Zeit nichts investieren muss. Einfach nur fahren. Und vom Verbrauch und Steuern kostet der auch ganz wenig. Der Verkaufspreis liegt bei 2.650 Euro. Also ein Schnäppchen. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show. Was für ein wundervolles Fahrzeug, oder? So, das war's auch schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt alle schön gesund. Bis zum nächsten Mal, eure Gina.